Also bis jetzt habe ich nur 5 Minuten gebraucht. Ich bin jetzt da von Treuchtlingen Richtung Burgruine gelaufen. Da geht es eigentlich auch noch die Treppen hoch. Ich weiß aber nicht, das Schild geht da. Aber ich laufe jetzt einmal die Treppen hoch. Die haben da damals irgend so ein Verein, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, eine alte Burgruine aufgebaut wieder. Das Ganze ist ein bisschen auf modern gemacht, mit viel Holz. Und irgendwie haben sie auch noch so ein Pavillon aufgemauert. Boah, bin schon lange nicht mehr gelaufen. Keine Kondition mehr, der Kerl. So, ich weiß jetzt nicht, ob das funktioniert mit der Kamera. Irgendwie schaffe ich es nicht, irgendwas zu finden, wie ich die am besten einstellen soll. So, langsam taucht das Ding da schon durch die Büsche ein, auf. Der Bildschirm ist so dunkel. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwas aufnimmt. Es könnte natürlich an der Sonne liegen. Aber schaut irgendwie so aus, als würde man gar nichts sehen. Ich stelle das Ganze jetzt mal auf Automatik. Gut, jetzt das Ganze mal im Automatikmodus. Liegt daran, dass ich manuell nichts einstellen kann, weil ich auf dem Bildschirm nichts sehe. Der ist viel zu dunkel da in der Sonne und jetzt sieht man auf jeden Fall schon mal was durch ein Objektiv. Also wie gesagt, die Burg sieht man jetzt da schon durch. Ich weiß nicht, vorher irgendwas zu sehen war und ich gehe jetzt einfach da mal den Wanderweg da entlang. Vögel sind auch schon unterwegs. Überall zwitschert's. Laufen wir mal ein bisschen flotter da, ne? Gut. Ja, das haben wir ja schon da. Weit war jetzt der Weg nicht. Hätte ich mir jetzt gar nicht so vorgestellt. Das scheint ein ziemlich nice Gebäude zu sein. Achtung, dieser Bereich wird videoüberwacht. Jawohl. Okay. Ich weiß nicht, was das für Heisel ist. Auf jeden Fall haben wir da schon mal die Burg. Da geht der Treppenlauf da. So, ist die jetzt ganz drauf. Das 211er. Da haben wir sie. Ja, dann laufen wir halt mal ringsherum um das Ganze da. Der Turm ist scheinbar aufgemauert worden. Das schaut schon relativ neu aus. Und dann haben sie oben drauf so Holz gemacht. Ja, ist eigentlich ganz imposant. Ist zwar jetzt nicht wirklich, wie sagt man, historienbedingt das Ganze wahrscheinlich. Laufen wir mal an der Mauer da vorbei. Ich habe das gar nicht mehr so genau in Erinnerung, dass das so groß war. Ich war ja mit meinem Spatzel schon mal da.
Da ist der Burgplan. Jawohl. Ja, war eigentlich damals nicht mal so klar, das Ding. So. Betreten der Mauerreste verboten. Ja, okay. Habe ich jetzt auch nicht vor. Aber jetzt haben sie schön aufgebaut da. Da ist die Burgschmiede. Aha. Ja, ist eigentlich richtig imposant. Da mit dem Mäuerler. Vielleicht mache ich nachher mal ein Foto mit der Analogkamera. Ja, da hat man dann einen Ausblick auf Treuchtlingen. Ja, besonders schön ist nicht überall wird gebaut. Alles Beton, Bahnhof. Naja. Ich bin jetzt da im Burghof. Aber im äußeren Burghof, so wie es ausschaut. Schöner alter Baum. Der ist vielleicht schon so alt wie die Burg, ha? Da haben sie einen Fledermauskasten obracht. Ich habe jetzt bei der Kamera mal das Standard, die Standardstabilisierung auch. Mal schauen. Ja, da haben sie irgendwie noch so Dächer gebaut und so Überstände. Wahrscheinlich, wenn irgendwie Markt ist oder wie auch immer. Ja, da haben wir jetzt da den Turm. Da gibt es noch Gewölbe da unten. Ah ja, schaut jetzt nicht so interessant aus. Da haben wir da eine Brücke. Da geht es dann wahrscheinlich in den oberen Teil vor dem Hof. Ja, und da noch ein bisschen Gelände. Nichts Aufregendes. Restliche Mauern. Ringsherum Wald. Schauen wir mal, was wir da aus der Schatten sehen. Wahrscheinlich nicht viel. Die ist komplett zugewachsen mit Efeu. Einwandfrei. Und die da. Halten wir mal die Kamera dann aus. Einmal aber und einmal wieder Affe. Naja, nichts Besonderes. Da sieht man bloß einen Kran und Wohnhäuser. Und, naja, da kann ich nicht drüber schauen. Bin ich zu klar. Halten wir mal die Kamera drüber. Naja, ein neues Wohnhaus, beziehungsweise als das umgebaut wird, ein bisschen Wald. Und dann laufen wir mal da so. Ups. Da sieht man den Turm nochmal von der Seite. Noch ein kleiner Sitzecken. Die Bank hat auch schon mal bessere Zeiten gesehen. Kerzimmer mal ein bisschen sauber gemacht. Und da haben wir dann die Brücke. Naja, schaut schon noch gut aus. Das sind eine dicke Eichenbohlen, so wie es aussieht. So.
Dann sind wir quasi so in der oberen Vorburg, oder wie das heißt. Na, da sind wir jetzt schon in der Hauptburg. So, die Hauptburg. Nach Südosten gerichtet. Steht da was, wie alt das Ding ist? Na, wurde im Zweiten Weltkrieg durch Bomben zerstört. So, ja, und jetzt? 1400 wurde sie zerstört. Steht jetzt nichts, wo sie aufgebaut worden ist. Naja. Was haben sie da noch drin? Ein Holzlich. Ein Ritter. Dicht zu fassen. Ha, okay. So, da war irgendwo mal so ein Zelt aufgebaut. Da laufe ich jetzt mal da hier, vielleicht sieht man das noch, aber ich glaube, das ist nicht mehr da. Da konnte man übernachten. Das war irgendwie da auf dem Dach oder was, oder ich weiß nicht mehr, wo das war. Oder da unten drin. Na, laufen wir mal da runter da. Ah, da oben haben wir auch nochmal eine Bank. Schauen wir mal. Kann er da mal wieder neu gestrichen. So, und nachher. Ich weiß gar nicht mehr, wo das Ding war. Kann mich gar nicht mehr so genau erinnern. Auf jeden Fall habe ich da schon mal Beutel von meinem Spatzel gemacht. Ja, und da haben wir dann noch so ein kleiner Vorplatz. Es war mal ein Gebäude, so wie es ausschaut, ja. Ja, und dann sind wir ja schon wieder da. Ja, viel mehr gibt es scheinbar nicht. Und innen kommt man nicht. Schauen wir mal. Da liegt noch ein Balken. Soll der als Sitzgelegenheit sein, oder? Gut, was stehen jetzt da? Höhe des Burgturms 15 Meter, wahrscheinliche Höhe zur Burgzeit 20 Meter. So, wir haben das offen. Der Bergfried ist von Mai bis Oktober mit den Burgstubenöffnungszeiten 1. oder 2. Sonntag im Monat von 14 bis 19 Uhr geöffnet. Ach, Turmschlüssel kriegt man auch. Aha. Okay. Schauen wir mal. Sieht man da was? Alte Stühle. Eine Treppen. Was haben wir da noch? Ah ja, ein Briefkasten. Und das war's. Na gut, dann haben wir da noch einen Brunner. Oh ja, naja, so tief ist er nicht. Unten sieht man ein bisschen Wasser. Viel ist nicht. Tja, dann laufen wir mal wieder ein wenig zurück. Und vielleicht kann ich ja noch für irgendwo ein interessantes Foto machen. Mit der Analogkamera. Dann schauen wir doch mal, was das alles so auf Automatik wird. Da haben wir jetzt die obere Vorburg heißt's. Obere Vorburg. Ja. Steht da was? Teilrekonstruierte Mauern des 12. und 13. Jahrhunderts. Gibt keine Überlieferungen. Wiederaufbau in gleicher Form.
5 Meter tiefe Filterzisterne. Aha, okay. Im frühen 14. Jahrhundert Brandkatastrophe. Aha. Ja, steht auch nichts, wann das aufgebaut worden ist. Naja, ist ja egal. Schildnagel mit Kampfspuren. Ja, schön interessant. Ein schöner Platz da. Gut. Erstmal Pause. Okay, jetzt habe ich doch keine Fotos mit der analogen gemacht. Das haben wir einfach die Bilder zu schade. So toll ist das jetzt da nicht mit dem Holz da drauf. Wobei das jetzt nicht schlecht ist, aber so für so ein Foto ist das jetzt nicht so mein Ding. Vielleicht mache ich ja mal mit dem mit der Filmkamera noch ein Bildl. Da haben wir noch einen Brunner. Schauen wir mal da einer. Ah, der ist trocken. So tief ist er jetzt auch nicht. So, ich komme jetzt da wieder zurück. Aha, da geht es nicht weiter. Und da aber kraxeln habe ich jetzt keine Lust. Das heißt, ich muss eigentlich da oben wieder zurücklaufen. Da laufen wir mal über das Gewölbe drüber. So. Das haben sie jetzt ein bisschen seltsam gemacht da mit der Treppe. Da hätten sie da auch noch eine runter machen können. Naja, egal. Muss ich mich halt bucken. Jupp. So. Ja, dann laufen wir mal zurück. Schauen wir noch mal ein bisschen in die Stadt. Oder wie auch immer. Wie viel Zeit das ich halt noch habe. Da gibt es auch noch was zum Singen. Da war vielleicht mal so ein kleiner Vorturm oder was weiß ich. Da geht auch noch mal ein Mäuerl auf. Also gut, dann jetzt am Rückweg. Drehen wir uns nochmal um. Einmal rückwärts. Nochmal vorwärts. Ah, da unten ist noch ein Pavillon, zu dem kann ich noch hinlaufen. Geht's da aber? Ja, ist ein bisschen steil, aber es funktioniert. Es sind scheinbar schon mehrere gelaufen. Ups. So, ist jetzt schon wieder zu dunkel alles da, oder wie? Okay, jetzt habe ich mal die Blende eingestellt. Weil es irgendwie ein bisschen dunkel war, weil die Automatik, also ich glaube, das macht das irgendwie alles nicht so richtig gegen die Sonne. Oh, jetzt hat es automatisch auf Record geschalten. Sägen tut man jetzt ein bisschen mehr. Laufen wir halt mal auf das Ding dazu. Schauen wir mal, was macht. Ich würde ja gerne mal so einen Kurs mitnehmen, im Filmer mitmachen. Jetzt wird es wahrscheinlich da ein bisschen hell werden. Das schaut ja cool aus da so. Wow. Da ist einer. So. So, jetzt kommt die Sonne, jetzt wird es wahrscheinlich ein bisschen hell. Drehen wir mal ein bisschen den lebenden Zermahnung. Es scheint irgendwie Kriegerdenkmal zu sein. Ja, den Toten zum Gedenken. Macht das jetzt irgendwie den Autofokus überhaupt? Naja, okay. Dann laufen wir da wieder raus. Jetzt ist in der Zwischenzeit da jemand gekommen. So. Gut, auf dem Rückweg. Die Leute sind scheinbar in Treuchtlingen genauso wie in Weißenburg oder sind einfach Weißenburger. Grüßen tut auch keins. Danken auch nicht. Sag ich schon drum.
Jedes Wort, das man verliert. Ha? Naja, was soll's. Nochmal kurz der Blick auf die Burg. Und dann beenden wir mal diesen kleinen Vlog. Jedenfalls den von der Burg. Ja, der schaut vielleicht noch ganz schön aus da. So, okay. Dann aus dem Maus.